Hallo und herzlich willkommen, liebe Darts-Freunde, zu einem neuen Video. Und heute geht es rund um das Thema Schäfte. Ja, Schäfte sind ein wichtiges Zubehör im Darts. Und ich will ein bisschen darüber schnacken, was die verschiedenen Schaftlängen für einen Unterschied machen und was verschiedene Materialien auch für Vor- und Nachteile bieten. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Beim Thema Schaftlänge, lange oder kurze Schäfte, was nimmt man da am besten? Das ist natürlich zum einen spielerabhängig. Kurze Schäfte bieten ja eher den Vorteil, dass sie zumeist etwas höher im Board stecken. Man hat nicht so ein bisschen so ein abklappendes Dart so nach unten. Das hat man ja eher bei den langen Schäften. Liegt ja natürlich am Schwerpunkt. Ist der Schwerpunkt des Darts oder ist der Schaft etwas kürzer, ist der Schwerpunkt des Darts natürlich etwas weiter vorne. Ein längerer Schaft legt den Schwerpunkt natürlich etwas weiter nach hinten. Und da muss man schauen, Wie habe ich das gern? Habe ich das eher, dass die so ein bisschen runterklaffen, dass die dann drauflegen kann, die Darts so ein bisschen? Dann sind natürlich längere Schäfte besser geeignet. Bei kürzeren Schäften, wenn man die eher vielleicht so ein bisschen anwirft, dass die Darts reingehen, dass sie dann eher lieber so ein bisschen so stecken sollen, da hat man da den Vorteil mit kürzeren Schäften. Ich kann dazu nur sagen, probiert es aus. Probiert mal verschiedene Schaftlängen. Ich habe früher auch lange Schafts gespielt, sehr lange. Jetzt bin ich zu eher wirklich sehr kurzen gewechselt. Das ist Gefühlssache. Also probiert es einfach mal aus. Probiert da ein bisschen rum, dass wirklich gerade jetzt die Corona-Zeit, die sich jetzt so hoffentlich dem Ende neigt und wir bald wieder Turniere spielen können. Aber nutzt das ein bisschen aus, um mal ein bisschen zu gucken, mit was komme ich besser klar, mit welcher Schaftlänge, was liegt mir besser. Also probiert da auf jeden Fall ein bisschen aus. Und was es zu dem Thema Schäfte noch zu sagen gibt, ist natürlich das Material, was natürlich auch eine Rolle spielt. Es gibt ja zum einen mal das Thema Aluschäfte und das Thema Nylonschäfte. Bei den Nylonschäften gibt es natürlich noch so verschiedene Arten, also Kunststoff, Carbon, komme ich dann gleich noch zu. Erstmal zu den Aluschäften. Die Aluschäfte gibt es ja Spieler wie Gavin Price beispielsweise, der dann der bekannteste Vertreter ist dieser Flights aktuell, dieser Schäfte, Verzeihung. Die haben sozusagen den Vorteil, dass sie natürlich viel robuster sind, da sie ja aus einem Metall sozusagen sind, aus Alu, ist natürlich viel fester als jetzt Plastik so. Allerdings haben sie natürlich auch den Nachteil, wenn sie mal runterfallen, da Alu jetzt natürlich auch nicht das härteste Material ist, dass sie sich auch mal verbiegen können. Und das ist natürlich dann nicht so optimal, wenn man da einen verbogenen Schaft da hat und da muss man den auswechseln und das ist dann auch nicht so toll. Kann dann aber genauso bei Kunststoffschäften, also Nylonschäften passieren, dass die beispielsweise entweder abbrechen, das kann natürlich immer passieren, aber natürlich auch kaputt gehen. Das liegt natürlich dann an der Flight-Aufnahme. Wenn man beispielsweise L-Style spielt, hat man ja so eine Kappe, das schützt den Flight natürlich, beziehungsweise den Schaft davor kaputt zu gehen durch den Robin Hood oder sowas. Wenn man eine normale Flight-Aufnahme jetzt spielt, ohne jetzt irgendwie eine Kappe da drauf, da ist natürlich das Risiko dabei größer, dass das passiert. Was man natürlich sagen muss, ist, dass die Nylon-Schäfte dafür auch preisgünstiger sind als beispielsweise L-Style-Schäfte mit so einer Kappe drauf. Aber es gibt natürlich auch das Robson-Flight-System, was ich euch schon mal vorgestellt habe, was natürlich so einen integrierten Schaftschoner dann drin hat, durch den Flight, so eine Form dann annimmt, wo man das so irgendwie draufsteckt. Das ist da ein bisschen zum Schutz des Schaftes auch mitgedacht, aber natürlich auch zur Stabilität des Flights, ist aber ein anderes Thema. Robson, guckt euch da einfach mal ein Video an dazu. Das ist soweit der Vorteil da. Dabei beim Thema Carbon-Schäfte, hier muss man sagen, dass die vor allem von L-Style, nehme ich jetzt mal raus, natürlich viel teurer sind, dafür auch viel robuster als jetzt Nylon-Schäfte. Aber natürlich muss man sagen, ein Set Carbon-Schäfte von L-Style kostet ja wirklich schon mal 20 Euro ungefähr. Und da muss man wirklich sagen, ist man bereit, den Preis auszugeben. Wer sagt, ich möchte das für robustes Material, der kann darauf zugreifen und ist damit gut bedient, auch denke ich. Aber ich muss persönlich sagen, aus meiner L-Style-Erfahrung, die normalen Schäfte halten auch schon relativ lange. Da braucht man jetzt nicht die teuren Carbon-Schäfte. Aber wer das natürlich gerne möchte, ist das in Ordnung und probiert das auf jeden Fall aus. Zusammenfassend lässt sich, denke ich mal, sagen, es ist viel Ausprobierarbeit. Also probiert mal verschiedene Schafttypen, Alu, Carbon etc. Probiert da mal aus und natürlich auch bei der Schaftlänge. Also das heißt mal längere Schäfte spielen, kürzere, mittlere Schäfte. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Auch ich sage, ich werde nicht ewig mit meinen kurzen Schäften spielen. Ich denke mal bestimmt, ich auch mal wieder mittlere spielen oder mal längere. Das ist immer auch so ein bisschen Gefühlssache.
Ja, probiert auf jeden Fall aus. Das ist natürlich auch der Dart spielt da eine große Rolle, wie lang das Barrel ist. Wenn man eher einen kürzeren Barrel spielt, wie Luke Humphries beispielsweise, der wirklich ein kurzes Barrel hat, aber extrem lange Schäfte spielt, das ist natürlich da auch ein Faktor. Also schaut da, dass ihr in Kombination aus eurem Barrel und eurem Schaft das perfekte Setup findet. Probiert da aus und habt Spaß am Darts. Ja, das ist von diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke euch jetzt hier noch irgendwo ein Video. Und ja, dann macht's gut. Gute Darts. Und bleibt gesund.